Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit unserem Dakar gelben E36. Ein wirkliches Sahnestück, muss ich sagen. Ich möchte euch heute 5 Gründe nennen, warum man sich so ein Auto jetzt kaufen sollte. Warum das eine gute Idee ist. Nebenbei zeige ich euch ein bisschen genau das Auto hier. Und ich würde sagen, es wird ein spannendes Video. Let's go! Vielleicht vorab mal ein, zwei Infos zu dem Wagen. Wie gesagt, wir haben hier einen sehr, sehr schönen BMW E36 als 325i. Also noch mit einem richtig guten Sechszylinder unter der Haube. Farbe ist Dakar gelb, ist sehr, sehr selten bei dem Auto. Steht dem Wagen aber richtig gut, finde ich. Der Wagen gehört meinem Vater. Und ja, ansonsten gebe ich euch im Laufe des Videos noch ein paar Infos. Wie gesagt, ist ein Saisonwagen. Wurde quasi alles neu gemacht, neu lackiert, neu aufgebaut, wirklich von null auf. Steht echt sehr, sehr gut da. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Gründen an, warum man sich so ein Auto kaufen sollte. Und das genau jetzt. Der erste Grund sind ganz klar die Motoren. Ich probiere hier gerade mal mit einer Hand die Bude zu öffnen. Vielleicht finde ich hier den Hebel. Da ist er doch. Oh, hier haben wir das Prachttriebwerk. Man sieht auch noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Also hier ist wirklich gar nichts. Er sieht aus wie... Ich darf nicht mehr Laden neu sagen. Im letzten Video haben sich alle aufgeregt, warum ich Laden neu sage. Mit einem guten Zustand. So, meine Fresse. Also, wir haben hier einen exzellenten Sechszylindermotor unter der Haube. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Motoren, die jemals gebaut worden sind. Das hier ist jetzt der 2,5 Liter Motor. Es gibt den auch als 2,8 Liter und als 320. Ich weiß nicht, wie viele Liter das sind. Ich glaube 2,2, aber nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall. Alle Sechszylinder-Motoren, die in diesem Auto verbaut worden sind, sind einfach nur Kuss. Die sind langlebig, die bringen Spaß. Gerade oben rum haben die richtig gut Leistung. Das bringt richtig Bock, die hochzudrehen. Wir können auch nachher nochmal eine Runde fahren. Vielleicht kriege ich das auch hin. Ich habe zwar keinen Kameramann, aber sollten wir irgendwie hinkriegen. Ja, wie gesagt, die Motoren sind einfach nur ein Kunstwerk. Der Wagen hat jetzt hier 160.000 gelaufen. Und das ist für den Motor quasi gar nichts. Also mit denen schrubbst du ganz locker 300.000, wenn du den pflegst. Ölwechsel ist wichtig, Service ist wichtig. Und wenn man das macht, dann sind das super standhafte Motoren. Und mit denen macht man auf jeden Fall gar nichts falsch. Ich habe mir sagen lassen, dass auch die Vierzylinder ganz gut sind bei der Modellreihe. Beim E46 waren die wirklich der letzte Schmutz. Hier sollen die ganz gut sein und auch relativ beliebt. Ich glaube, der 318 IS soll ganz nice sein. Den kann man auch nehmen, aber ansonsten Sechszylinder BMW, super. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt und das ist, dass man an der Karre wirklich von A bis Z alles selber machen kann. Das ist noch wirklich ein Auto alter Schule, ohne viel Technik, wie ihr seht. Und wenn mal irgendein Problem anfällt und man nicht komplett zwei linke Hände hat, dann kriegt man das auch selber gelöst und muss nicht 8000 Euro in der Werkstatt ausgeben. Und dafür ist das ein super Auto, wenn man Bock hat, ein bisschen auf Schrauben. Natürlich, man muss auch ein bisschen können, das ist klar. Das Auto ist quasi das beste Beispiel dafür. Hier wurde wirklich alles selber gemacht, außer das Lackieren und das Schweißen. Ansonsten wurde wirklich jedes Problem, was hier angefallen ist, selbst gelöst von meinem Vater. Der hat jetzt auch nicht unbedingt zwei linke Hände, aber ist jetzt auch kein Vollprofi im Schrauben. Also, was ich sagen will, man kriegt es schon hin, wenn man ein bisschen Elan zeigt. Ich bin so sauer, Freunde. Den ganzen Tag komplett windstill. Ich will eine halbe Stunde drehen. Auf einmal Orkanböen, schwarze Flagge draußen. Es ist wirklich wieder der komplette Witz hier. Gerade ist relativ windstill, also komme schnell zum nächsten Punkt. Und das ist das Ansehen bzw. der Status vom E36. Normal. Der Wagen ist nicht der teuerste, der Wagen ist nicht der schnellste. Aber egal, wo man damit hinfährt, ob jung oder alt, die Leute finden das Auto einfach ansehnlich, stellen Fragen. Das Ding kommt einfach gut an. Also ganz ehrlich, du kannst damit auf jedes Autotreffen fahren und es immer einen Blick fangen. Egal, ob da Porsche stehen, was auch immer. Das Ding wird trotzdem gesehen, auch wenn es nur ein alter BMW ist. Es gab nämlich auch Zeiten, da war das für viele Leute die letzte Assi-Schleuder. Und dieses Image ist wirklich komplett weg. Also wenn man damit rumfährt, man kriegt Daumen hoch, die Leute stellen Fragen. Das Auto kommt einfach gut an. Und das ist doch erfreulich zu sehen, oder nicht? Deswegen auch ein Grund, dieses Auto zu kaufen. Nicht nur das Image von dem Wagen geht bergauf, sondern auch die Preise, und das ist auch mein nächster Punkt, nämlich die Wertsteigerung. Wenn du das Ding kaufst, verlierst du garantiert kein Geld mehr.
Ich weiß nicht genau, was der jetzt ungefähr wert ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch das Auto wert wäre. Hier in Dakar gelb, 160.000 Kilometer gelaufen. Perfekter Zustand quasi. Neu lackiert, entrostet. Also wirklich gar kein Rost mehr. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für den Wagen bezahlen würdet, theoretisch. Natürlich wird er nicht verkauft, das ist klar. Aber einfach mal ganz theoretisch. Und ja, die Wagen werden auch in Zukunft einfach nur noch am Wert steigen. Gerade mit den ganzen Regularien, die in den nächsten Jahren kommen, wird so ein Ding immer seltener auf der Straße. Deswegen kauft so ein Ding jetzt und habt einfach Spaß damit. Ganz ehrlich, damit macht ihr wirklich nichts mehr falsch. Glaubt mir. Als einzelnen Punkt möchte ich auf jeden Fall auch noch den Motorsound nennen, weil sowas gibt es heutzutage nicht mehr. War ein Sechszylinder-Motor, super Sound, ohne 8 Trilliarden Cuts dahinter. Ist heute einfach nicht mehr vorhanden. Hier ist jetzt auch eine Eisenbahnanlage verbaut. Vielleicht hört ihr sie ein bisschen wummern. Aber dieser Sound ist einfach genial. Wir fahren gleich nochmal eine Runde. Ich hoffe, die Kamera nimmt das wenigstens ein bisschen auf. Aber den Sound wollte ich unbedingt als separaten Punkt nehmen, denn der ist einfach traumhaft bei dem Auto. Da kommt auch mein Auto nicht ran. Ich habe ja einen 325 als E46. Und selbst der hat ja eigentlich fast den gleichen Motor. Aber der Sound, den kann man einfach nicht vergleichen. Aber was schnacke ich eigentlich lang drum rum? Ich habe den Wagen eben warm gefahren. Ich stelle euch jetzt hier ab und jetzt gibt es ein bisschen Sound auf die Ohren. Seid gespannt. Leute, seid ehrlich, wie traumhaft klingt dieser Wagen. Ich weiß nicht, ob es über Kamera rüberkommt, aber in Real Life, es ist einfach nur ein Traum. Wenn meiner so klingen würde, wäre 10 mal geiler. Die Karre klingt einfach wie eine 1. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr, ehrlich nicht. So, ich habe euch jetzt da eingeklemmt. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens ein bisschen. Ich habe leider keinen Beifahrer, deswegen geht das jetzt so. Aber wir wollen ja nochmal eine Runde fahren, um ein paar Fahrtaufnahmen zu haben, ein bisschen den Sound bei der Fahrt zu hören. Der ist nämlich auch traumhaft. Und dann würde ich sagen, fahren wir noch eine kleine Runde und schnacken noch ein bisschen. So, jalla. Ja, wie gesagt, leider Automatik. Aber das soll dem Spaß keinen Abbruch verleihen. Selbst bei so niedrigen Geschwindigkeiten, dieser schöne Sound, dieser schöne Sechszylinder-Sound ist einfach genial. Es klingt einfach wunderschön. Und der Motor läuft so seidenweich. Das waren gerade 3000 Umdrehungen, das klingt schon geil. So meine Freunde, ich hoffe ihr seht mich da. Wir fahren den Wagen jetzt noch ein bisschen wärmer und dann geben wir gleich auch mal ein bisschen Gas. Dann hört ihr auch mal, wie der Wagen bei der Fahrt klingt. Weil ab 5000 Umdrehungen ist hier wirklich richtig Alarm. Das bringt richtig Bock. Und dann geht auch ein bisschen was. Leute, hört einmal hin. Einmal leise jetzt. Ah, da fällt sogar die Kamera um. Und was sagt ihr? Ich hoffe, der Sound kommt über die Kamera rüber, aber in Real Life ist es einfach herrlich. Also es ist einer der schönsten Motorsounds, die ich so kenne. Natürlich, es gibt natürlich noch ganz andere Kaliber, Ferrari, was weiß ich. Aber so im bezahlbaren Raum ist das wirklich einsame Spitze. Einfach nur herrlich. So Freunde, ich bin jetzt hier wieder auf dem Nachhauseweg. Das waren die 5 Gründe, warum man sich so ein Auto kaufen sollte. Schreibt gerne mal, wie ihr den E36 findet, ob ihr euch auch einen kaufen würdet oder ob ihr einen habt. Kann ja auch sein, dass ihr schon so ein Schätzchen hier zu Hause stehen habt. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.